Ada? Ach, da stehst du ja rum. Wir müssen kurz reden. Ada, der letzte Radarpeilsender. Ich brauche den Kopf wieder, wenn du fertig bist. Natürlich. Dauert nur einen Augenblick. Hier haben sie ihn wieder. In einem Stück. Yay. Ich weiß nicht, warum sie den Kopf zurück wollen. Wir brauchen doch nur den Peilsender. Außerdem sind Robohirne berüchtigt dafür, nun echte Nervensägen zu sein. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Was weißt du sonst noch über sie, Ada? Ganz einfach. Es war General Atomics Premiere einer erfolgreichen Vereinigung von organischen Stoffen mit Robotik. Das Gehirn ist sowohl Steuergerät als auch Speichereinheit. Dies ist deutlich effizienter als die Verwendung herkömmlicher Schaltkreise. Ich frage mich immer noch, wo die Gehirne hergenommen haben. Dieser Roboter, was dazu führte, dass sie ein wenig, nun sagen wir einmal, verstört waren. Hoffentlich hat dieses Robohirn ein paar der Antworten, nach denen wir suchen. Weil ich meine, kein normaler Mensch spendet ja sein Gehirn für die Forschung. Oder liege ich da falsch? Ich weiß das nicht. Irgendwo müssen die Gehirne hergenommen haben. Ich vermute einfach mal, die haben irgendwelche Strafgefangenen oder so genommen, die sich nicht wehren konnten, glaube ich. Eine Verbindung aus organischem Material und Roboterteilen? Klingt irgendwie nach Sinn. Irgendwie gar nicht, aber egal. Das Gehirn wurde mit einem ganz anderen Designkonzept gebaut. General Atomics wollte das menschliche Gehirn zur Unterstützung der Funktion des Roboters nutzen. Hauptsächlich um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Freies Denken und Individualität waren nie Teil des Plans. Sie wurden als Soldaten konstruiert. Sie sollen Befehle befolgen, ohne zu zögern. Der unschöne Hang der Robohirne zu Gewalt und Aggression sollte eher als Konstruktionsfehler denn als bewusste Entscheidung gesehen werden. Okay, gut. Wir brauchen es noch immer, Ada. Es könnte uns helfen, in die Anlage des Mechanists zu kommen. Natürlich. Es ergibt durchaus Sinn, dass der Mechanist seine Position nicht nur streng geheim hält, sondern sie auch gegen Eindringlinge sichert. Tut mir schrecklich leid. Diese Möglichkeit hatte ich gar nicht bedacht. Weil du dumm bist. Um Menschen zu helfen, schneide ich in letzter Zeit leider nicht zu. Ja, weil du ein dummer Roboter bist, ist doch klar. Sei nicht albern. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Naja, das stimmt auch irgendwie. Seit ich zugelassen habe, dass meine Freunde in dieser Höhle starben, habe ich das Gefühl, was zu für eine Höhle? Ich habe am Tag des Überfalls die Route festgelegt. Hätte ich dann bist du direkt verantwortlich für deren Tod. Manchmal wünschte ich mir, Jackson hätte meinen Persönlichkeitsmodus dauerhaft deaktiviert. Dann wäre ich nicht so traurig. Persönlichkeitsmodus? Dein Persönlichkeitsmodus? Was meinst du? Die meisten Roboter haben vordefinierte Persönlichkeitsmodi, aus denen ihr Erschaffer auswählen kann. Wenn er aktiviert ist, reden und handeln wir mehr wie Menschen. Ist er deaktiviert, sind wir kaum mehr als eine willenlose Maschine. Jackson meinte, dass er mich nicht als Roboterdiener betrachtet. Er behandelte mich mehr wie einen Freund. Aha. Also stellte er meinen Persönlichkeitsmodus dauerhaft auf an. Er sagte, ich dürfe nie meine Persönlichkeit verlieren. Ich befürchte wohl langsam, dass er sich da getäuscht hat. Na, ich weiß nicht. Glaube ich nicht. Du bist ein Individuum. Soll ich das mal versuchen? Ich habe nur Angst, dass es fehlschlägt. Kann man eigentlich Quicksave während eines Gesprächs? Ja, kann man. Deine Persönlichkeit macht dich zu einem Individuum. Gib das nie auf. Du hast recht. Yes! Alle schönen Erinnerungen, die ich als Ada gesammelt habe, wären ohne den Persönlichkeitsmodus verloren. Siehste? Das darf nicht passieren. Darf ich es auf keinen Fall. Ich glaube, dass ich das von jemand anderem hören musste. Danke. Und ja, jetzt bitte gern. Ich lange genug abgelenkt. Ja, das finde ich auch. Ich werde meine Berechnungen abschließen, während Sie sich um unsere neue Freundin Jezebel kümmern. Hoffentlich verschafft sie uns Zugang zur Anlage des Mechanist, damit wir diesem Unfug ein für alle Mal ein Ende setzen können. Ja, ein Ende dem Unfug. Baue Jezebel einen Körper. Na, aber hallo. Da müssen wir aber erstmal ein Ründchen schnell reisen, liebe Kinder. Nach Sanctuary. Tada! Dann muss ich, glaube ich, wieder aus dieser Rüstung raus. Und dann muss ich einen Roboterkörper basteln. Und. Viele Dinge. Mein Inventar leeren. Und muss ich übrigens auch noch. Falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Und. Wie dieses komische Metallding mit Federn da. Ich weiß immer noch nicht, was das darstellen soll. Vielleicht ein Huhn. Das sieht ein bisschen aus wie ein Huhn. Gerade mit den Federn, weil Hühner ja auch Federn haben. Also manche Hühner, nicht alle jetzt. Die rasierten Hühner zum Beispiel nicht. Muh, Baby. Muh.
Ja, wo war ich stehen geblieben? Transfer. Erstmal Schrott abladen. Wie schön, dass ich hier schon drei Rüstungen stehen habe. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Ja, das hoffen wir doch alle. Und ihr sitzt ja auch nur rum. Zeig unserem Gespräch. Ich glaube, guck mal, ob ich noch eine weitere Power-Rüstungsstation bauen kann. Was macht der Brahmin auf dem Dach? Wie ist er darauf gekommen? Was macht er auf dem Dach? Oh Mann. Die Bugs machen das Spiel schon etwas speziell. Sehr lustig. So, Power-Rüstungsstation. Guck mal, hier ist zum Beispiel Platz. Hier pflanze ich die mal hin. So. Und dann flitzen wir mal aus dieser Rüstung hinaus. Wie ist der Brahmin aufs Dach gekommen? Da ist doch keine Leiter oder Treppe oder... Ne, eine Leiter hätte der hier nicht benutzen können. Ich habe übrigens mal gelesen, dass Kühe zwar Treppen hinaufsteigen können, aber nicht hinunter. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber... So, wollen wir an der mal ein bisschen rumbasteln? Erstmal können wir die reparieren, das ist immer eine gute Idee. So, was können wir hier machen? MK3? Oh, wir können die auf MK6 ausbauen. Aber ich glaube, da habe ich nicht genug Teile, um alle Teile auszubauen, oder? Das braucht 11 Aluminium. Das braucht 14 Aluminium. Nee, ich kann gar nicht alle ausbauen. Deshalb, weißt du was? Lass ich die erstmal. Ich werde sie jetzt eh nicht weiter benutzen. Aber ich sehe mal, dass ich sie in näherer Zukunft, wenn ich alle genug Teile habe, um alle Teile auszubauen, nochmal komplett ausbaue. So. Wo war ich stehen geblieben? Aggressotron-Klinge. Ja, Klingen benutze ich nicht, aber ich behalte es mal. Kampfgewehr, das kann ich auseinandernehmen, ja. Mr. Handy Summ-Klinge, was ist das denn für ein Teil? Das Tesla-Gewehr, genau da wollte ich doch ran. Sie haben mir nicht viel gesagt. Halbautomatischer Lauf. Es sollten nur alle Automatiklauf, verbesserte Feuerrate. Aufladelauf. Zum Aufladen, Feuer gedrückt halten. Macht 184 Schaden. Auflade-Schrotflintenlauf. Zum Aufladen, Feuer gedrückt halten. Okay, feuert einen Schrotflintenschuss ab. Wie krank ist das denn? Setzt elektrische Fallen frei. Ich mache mal diesen Aufladelauf dran und dann muss ich das Teil mal ausprobieren. Und ein Reflexvisier kommt hier auch dran. Das benennen wir um in Tesla einfach. Ja, einfach Tesla. Einfach nur Tesla, Baby. So, ich wollte noch gucken, ob... Ja, das hatte ich komplett ausgebaut. Sehr gut. So, dann wollte ich noch mal kurz Rüstung gucken. Ich hatte ja diese komischen Roboter-Rüstungen gefunden bei den Roboter-Robotern. Aggressotron-Helm, den natürlich auch. So, Raider-Rüstung kann weg. Verstärkt Kampfrüstung, rechter Arm. Was habe ich denn jetzt am rechten Arm? 16, 19. Und die jetzt 17, 17. Und man kann die noch ausbauen auf 20, 20. Geil, der damit. Gestärkt oder zusätzliche Taschen. Ich mag zusätzliche Taschen irgendwie. So, dann haben wir Robust. Hier noch was anderes. Roboter linke Arm. Nö, das war hier unten. Robust Roboter Busteil. Alter. 49, 38 Resistenz. Geil. Ja, her damit. Und als Extras. Ah, ich kann keine Taschen mehr anbauen, weil mir das Leder fehlt. Ich kann natürlich auch. Guck mal, das Ding wiegt jetzt. 28,9. Ultraleichtbau wiegt jetzt 22,5. Wie machen wir den Ultraleichtbau? So. Den Rest baue ich auch aus. Was können wir hier? Auch Ultraleichtbau. Ja, warum nicht? Das war 16,6. Wenn ich Ultraleichtbau mache, 14,2. Da spare ich gar nicht so viel irgendwie. Ich würde wenigstens mal schleichen. Reduziert Strahlungsschaden. Vielleicht nehme ich das einfach mal.
Oh, warte, Brustteil habe ich ja. Hä? 2720? Hat er doch schon ein Roboterbrustteil ausgebaut. Ah ja, das. 4938, wenn ich das ausbaue. Weniger. Das heißt, das kann ich eigentlich auseinandernehmen. So, kriege ich einen Stahl raus. Super. Super. So, rechter Arm. Schade, dass ich dann die zusätzlichen Taschen anbauen kann. Ich brauche Leder, Alter. Wo kriege ich Leder her? Im Prinzip im Blocken zusätzlichen Nahkampfschaden. Dann wieder waffenloser Schaden. Das war abgedichtet vorne. Stark verringerter Schaden durch Explosion. Ja, warum nicht das mal? Warum nicht das? So, jetzt linker Arm, rechter Arm. Du solltest dranbleiben. Ah, warte. Den Aggressotron-Helm. Das Ding scheint ziemlich gut zu sein. So, dann probieren wir das Ganze mal aus. Gucken mal, was wir uns da gerade zusammengebastelt haben. Ob das wirklich alles besser ist. Oder auch nicht. Roboter, linker Arm. Hier. Das ist tatsächlich besser. Immer her damit. Das ist auch besser. Immer her damit. Ach, das ist die Kampfrüstung, die ich mir ausgebaut habe. Aggressotron Helm. Oh, der ist aber schlechter. Den brauche ich also eher nicht. Linker Arm ist besser und schlechter. Brustteil ist auf jeden Fall besser. Besser und schlechter. Wie sehen wir denn jetzt aus überhaupt? Alter, wie sieht denn das Roboter-Brustteil aus? Das ist ja grotesk. Mit Stacheln hinten drauf. Cool. Okay, ja, warum nicht? Hauptsache, es hat bessere Werte. So kann man doch rumlaufen. So alles gar kein Ding. Ach ja, ernten müsste ich auch noch mal wieder. Scheint wirklich was zu werden. Ja, ne? Dieses ganze Rumgelaufe macht mich müde. Geh ins Bett, schlaf eine Runde. Oder hör auf rumzulaufen, geht auch. Ich gebe den Leuten immer gute, brauchbare Tipps. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. In letzter Zeit läuft ja also alles relativ gut. Das Mama ist doch schön. Murphy hat Wort gehalten, Kent. Mama Murphy redet keine immer wie so ein Cats. Zombie. Und Mama Murphy. So klingt Mama Murphy. Ohne mich jetzt über sie lustig machen zu wollen, aber ich wollte mich unbedingt über sie lustig machen. Ach guck mal, ich bin schon wieder überladen. Nur vom Gemüse ernten. Nice. Mann, ich kann echt eine Zigarette vertragen. Lass das lieber, das bringt dich nur um. Ah, oh, schon wieder überladen. Was habe ich denn hier? So viel habe ich doch gar nicht geerntet. Naja, ein bisschen habe ich geerntet. Geentet habe ich. Oh, bevor ich das vergesse übrigens, ich wollte ja noch ausprobieren. Waffen. Er wollte den Aggressotron-Topf. Den muss ich, Kopf muss ich ja auch ausprobieren. So, Tesla muss ich zuweisen. Kommt auf die 7. Und dann kommt der Aggressotron-Kopf. Auf die 8. So, die muss ich demnächst mal testen. Alter, sieht das Ding geil aus. Ups. Ja, das will ich natürlich nicht. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ich habe es gesehen. Was du wohl gesehen hast. Ach ja, ich kann jetzt auch weniger tragen, weil in der Rüstung ja keine tiefen Taschen drin sind. Ja, keine. Da muss ich noch dran arbeiten. Ich muss also unbedingt Leder finden. Ganz dringend Leder finden. Und ein bisschen Schrott abladen. Das ist auch eine gute Idee. Ja, Hechel, Hechel. So, was lasse ich denn mal hier? Die kann ich hier lassen. Die lasse ich hier. Die komische Summklinge, was auch immer das sein soll. So. Die Rüstung, die ich nicht brauche, lasse ich natürlich auch hier. Ist ja wohl klar. Hier sind wir gleich viel leichter dabei. Gleich viel leichter.
Können eine Stunde schlafen. Dann kriegen wir mehr Erfahrungspunkte für alles, was wir gleich machen werden. Für all die schmutzigen Dinge, die wir gleich anstellen werden. Ja, ja. Zum Beispiel kochen. Wir wären schneller, wenn du auf die Straße schauen würdest, statt auf meinen Hintern. Mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Ich kann gar nicht auf deinen Hintern starren, weil du sitzt. Du sitzt auf deinem Hintern. Also stell dich mal nicht so an. Gar nicht gestarrt, glaube ich. So, erstmal starkes Gemüse kochen. Ich verlange nicht viel. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Ach ja, und du, wir müssen mit dir auch noch auf Entzug gehen in Vault 95, ne? Das sollte ich vielleicht auch demnächst mal angehen. Das scheint mir nämlich wichtig zu sein. Aber erstmal muss ich hier für Jezebel einen neuen Körper bauen. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich mal gespannt. Mal sehen, was wir da... Ey, da neue Automatron. Das ist ja wohl klar. So. Braucht Gummi, Schaltkreise, Keramik. Keramik, Aluminium, Kleber. Ja, anfertigen. Automatron 637. Kopf. Protektron Kopf. Jezebels Kopf. Diese Mod kann nicht entfernt werden. Nee, aber wir sollen ja einen Körper für Jezebel bauen. So. Zack. Kopfrüstung. Kopffabrikrüstung. Ja, verbessert Schadensenergieresistenz. Das ist sinnvoll. Das bauen wir hier ein. Torso. Protektron-Torso. Aggressotron. Robohirn. Nee, komm, ich mach mal Aggressotron-Torso. Der, oder? Der ist auch am besten. Beziehungsweise Robohirn hat mehr Gesundheit. Aber Aggressotron sieht irgendwie nicer aus. Frontrüstung. So, soll ja auch gut gerüstet sein. Torso ohne Extras. Ach so, da können wir noch Module einbauen. Dietrich, Hacken. Sensoren, erhöht die Wahrnehmung von Verbündeten in der Nähe. Ortet Ziele, fügt Gegnern in der Nähe Strahlungsschaden zu. Nice. Erhöht die Tarnung. Tesla-Spulen. Da brauche ich mehr Robotik-Experte. Erhöht die Schadensresistenz von Verbündeten in der Nähe. Das gefällt mir ehrlich gesagt auch. Das nehme ich mal. Linker Arm. Protektron. Aggressotron. Oder Robohirn, linker Arm. Pass auf, ich nehme mal linker Arm, Robohirn. Linke Armrüstung. Oh, da habe ich gar nichts. Protektron, linke Klauenhand. Schlagstock. Zangreifer. Flammenwerfer. Laserhand. Ey, was gibt's da für einen geilen Kram? Laser, Kryostrahl, Automatiklaser, Nagelpistole. Nagelpistole. Keine linke Handrüstung, doch. Fabrikrüstung. So. Rechter Arm. Pass auf, dann nehmen wir den Aggressotron-Arm. Einfach nur, damit wir ein bisschen Variabilität drin haben. Da kommt auch eine Rüstung dran. Und rechte Hand nehmen wir. Was haben wir denn hier noch alles? Explosiv-Minigun. Instabile Explosiv-Minigun. Oh, instabil. Das heißt, kann bei Benutzung kaputt gehen. Das ist aber unschön. Blitzwaffe. Hier schießt eine elektrische Entladung, wenn auf andere Ziele überspringt. Ja, gefällt mir. Immer her damit. Beine. Protektron-Beine. Oh, Mr. Handy-Schubdüse. Ich kann das Ding auch fliegen lassen. Aggressotron, Wachbot. Alter. Roboterteile sind normalerweise nicht. Ich mach mal. Komm, ich mach mal Aggressotron-Beine. Sieht gut aus, oder? Ja, dabei belassen wir es. Sehr gut. Hüftrüstung. Mittlere Aufbewahrungsfabrikrüstung. Ja. Für die Hüfte. Linke Beinrüstung. Ja, da musst du ordentlich Rüstung dran, sonst geht die ja kaputt. Und Farbe. Wir können die Farbe auswählen. Nice. Beige, blau. Sieht auch gut aus. Braun, dunkelblau, dunkelgrau, dunkelgrün, gelb. Grau, hellblau, oliv, orange. Gefällt mir auch. Rosa. Sehr schön. Rot.
finde, rot passt irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber rot passt, oder? So. Sie wissen wirklich, was man alles mit einer Werkbank anstellen kann. Nice, guck dir das Teil an. Das ist zwar nicht ganz der Körper, den ich mir vorgestellt hatte. Entschuldigung. Was eine gute Frage. Was für einen Körper hättest du dir denn vorgestellt? Da ich wie ein hastig von einem Amateur zusammengeschweißter Schrottbot aussehe, würde ich sagen, dass so gut wie jeder andere besser gewesen wäre. Hör auf mich zu dissen. Mich angesichts ihrer begrenzten Fähigkeiten, Alter, und ihrer ebenso eingeschränkten Intelligenz nicht wundern. Ich kann dir den Körper auch wieder wegnehmen, weißt du? Da bastel ich dir schon mal einen Körper zusammen und dann, was kriege ich dafür? Nicht mal ein Dankeschön. Oh, tut mir leid, dass du das so siehst. Aber mehr ging nicht. Gut, eindeutig besser als an eine Maschine angeschlossen zu sein, während eine Horde Rust Devils mich zu ihrem Vergnügen zieht. Das würde ich aber auch behaupten. Es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen, was für mich kein Problem ist. Warum schätzt du mich nicht? Fragen Sie also einfach alles, was Sie wissen wollten, und dann ziehe ich meiner Wege. Ich dachte, du bleibst bei mir und wir machen den Scheiß zusammen. Na gut, dann... Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Erzähl. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist. Ja, der meckert immer. Unglaublich gut im Programmieren. Ein wahres Genie der Elektronik. Kein Wunder, dass sie Interesse zeigen. Das denke ich auch. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Sicher? Den Bewohnern des Commonwealth helfen? Du? Wie denn? Das ist meine oberste Direktive. Indem du Leute tötest? Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth aufzusuchen und ihnen zu helfen. Laut meinen Berechnungen ist die einfachste Methode, einem Menschen zu helfen, ihn bitte? Zu zerstören. Ein lachhaft zerbrechliches Alter! Leben verlängert werden. Das ist die effektivste Methode, ihn nein! zu helfen. Jeder andere Versuch führt nur zu unzähligen komplexen... Das ist doch keine Hilfe, wenn du die umbringst. Das ist doch krank. Irgendwie hast du die Definition von helfen nicht ganz begriffen. Helfen. Etwas geben oder bereitstellen, was zum Durchführen einer Aufgabe oder Befriedigung eines Bedürfnisses benötigt wird. Ja, Menschen haben nicht das Bedürfnis zu sterben. Einen Menschen zu unterstützen, so gut ich kann, ergibt nur eine Überlebensrate von 25%. Also stirbt der Mensch, den ich unterstütze, trotz meiner Bemühungen zu 75%. Wenn du den Menschen umbringst, dann wird er gar keine Chance zu überleben. Es ist besser, den Tod des Menschen zu beschleunigen und ihn von seinem wahrscheinlichen Elend zu erlösen, als meine begrenzte Zeit zu verschwenden. Das ergibt keinen Sinn. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber angesichts ihres minimalen Intellekts sollte es mich nicht überraschen, dass sie es nicht verstehen. Das ist doch völlig krank. Glaub, was immer du willst. Sag mir einfach, wie versprochen, wie ich in die Anlage des Mechanist komme. Das ist völlig gestört. Da liegt keine Logik drin. Um die Anlage des Mechanist betreten zu können, müssen Sie einen Ihrer Roboter mit der Modifikation MSAT ausstatten. Ich lade die Pläne auf Ihren Pip-Boy. Oh ja, bitte her damit. Ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Vielleicht bleibe ich noch eine Weile hier und sehe mir an, wie das mit Ihnen und dem Mechanist ausgeht. Natürlich rein zu meinem eigenen Vergnügen. Klar, guckst dir an. Ich nehme an, dass Sie nach Ihrer Rückkehr einiges zu erzählen haben. Aber andererseits würde es mich wundern, wenn Sie überhaupt zurückkehren. Ach so, schön. Alter, diese verquere Logik, dass man Menschen besser tötet. Wie krank ist denn das? So, Ada, mit dir rede ich gleich. Ich glaube, ich muss einmal für Ordnung sorgen. Rede mit Ada. Ja, mache ich gleich. Ich muss einmal kurz mehr Kram ablegen. So, Red Axe, Red Away behalten wir. Und die behalten wir, glaube ich, auch besser. Oh, 235 schleppe ich mir rum. Das ist irgendwie ziemlich viel. So, Ada. Hey. Auf folgende Art und Weise. Sie haben Ihre Geschäfte mit Jezebel wohl abgeschlossen. Hoffentlich war sie nicht zu schwierig. Nö, ging eigentlich. Sie hat Romulaner missverstehen Befehle. Ja, das ist das einzige Problem, irgendwie, das ich mit ihr habe. Könnte es sein, dass diese Roboter ihre Befehle falsch interpretieren? Ja, das habe ich ebenfalls erwägt. Die widersprüchliche Natur der Durchsagen des Mechanist ist besorgniserregend. Aber es ist so, dass der Mechanist ungeachtet seiner Absichten aufgehalten werden muss. Diese Roboter sind zu gefährlich. Konnten ja, sie er lässt sie auf die Welt gelangt? Los. Wir benötigen hier Dings. Ich muss einen Roboter mit einem sogenannten MSAT ausrüsten.
Jezebel hat mir die Pläne gegeben. Eine selbstentwickelte Modifikation als Schlüssel zur Anlage des Mechanist. Sehr schlau. Finde ich auch. Wahrscheinlich benötigt man das M-Set sogar für mehrere Zugangspunkte, ähnlich einem Roboterausweis. Was meine Aufgabe anbelangt, ich konnte das Signal mit dem letzten Radarpeilsender entschlüsseln. Yes, sehr gut. Die Quelle stammt von einer Robco-Vertriebszentrale. Wahrscheinlich eine Fassade für größere Machenschaften. Wir müssen in die Offensive gehen. Haben Sie einen Plan? Ja, wir gehen in die Offensive. Dem Mechanist gegenübertreten. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Den Mechanist aufsuchen und mal mit dem schnacken. Mal sehen, was er zu sagen hat. Es ist an der Zeit, dem Mechanist gegenüberzutreten. Hoffentlich bietet sich Ihnen die Gelegenheit. Ich würde zu gerne wissen, was der Mechanist zu sagen hat. Und nun, wenn Sie bereit sind, sollten wir wohl ein M-Set installieren. Ja, gute Idee. Auch wenn es uns ständig umbringt. Bei einem Roboter. Nein, den bauen wir natürlich in Ada ein, oder? Ada ist doch unser Homie-Robot. Ada. Spezialmods. M-Set. Öffnet Mechanist-Türen, ordnet Mechanist-Roboter. Sehr gut. So, wollte ich noch irgendwas in sie einbauen? Aggressotron-Kopf. Aggressotron-Kopf-Laser. Fügt Kopf-Laser-Angriff hinzu. Kurz, wir haben mangelhafte Präzision. Soll ich das machen? Soll ich hier den einbauen? Dann hat sie noch einen kranken Kopflaser. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du tatsächlich altmodisch. Kann ich hier andere Beine geben? Also ich gebe ihr mal, soll ich mir die Aggressotron-Beine geben? Die sind irgendwie nicer, oder? Hat sie mehr Gesundheit? Ist eine gute Idee. Kann sie auch noch eine Hüftrüstung kriegen und Beinrüstung. Genau. Ist doch gleich viel besser, oder? Wie sieht das nun bei den Armen aus? Wachbord, rechter Arm. Ja, Wachbordarm ist, glaube ich, schon ganz gut. Darf ich da eine andere Waffe dran bauen? Was ist denn, wo ist denn der Laser? Kryostrahl. Ah, da wäre vielleicht auch eine Nagelpistole nice oder ein Automatiklaser. Überlegene Feuerrate. Oder ein Streulaser. Scharfschützenlaser. Ne, pass auf, ich mache den Automatiklaser. So, wollen wir doch mal sehen. Und beim linken Arm? Man muss sie ja so ein bisschen auf dem neuesten Stand halten immer, finde ich. Keine linke Hand oder einfach gar keine Hand, natürlich. Was hat sie denn jetzt? Die Aggressotron linke Klauenhand. Diese Blitzwaffe, die macht weniger Schaden. Das ist ja nicht sinnvoll, finde ich. Scharfschützenlaser. Ich habe in der anderen Hand schon einen Laser. Ist ja nicht sinnführend, wenn ich irgendwas einbaue, was weniger Schaden macht. Macht alles weniger Schaden hier. Nö, weißt du, dann lasse ich die Hand einfach. So, bitteschön, Ada. Faszinierend, Ihnen beim Bauen zuzusehen. Das nehme ich mal an. Dring in das Versteck des Mechanist ein. Da muss ich erstmal gucken, wo das ist. Aha. Flughafen. Ah, in der Nähe des Flughafens. Aha. So. Ja, da werden wir ganz gewiss eindringen. Und Jezebel stapft da umher. Ah, ne. Sieht lustig aus.